Und ich hoffe, uns wachsen Solange noch Flügel, ihr nicht mindestens und zwar bald. Drei Doktortitel in unterschiedlichen alchemistischen Disziplinen erlangt habt, seid ihr meiner Anwesenheit nicht würdig. Ach, das ist der mit den tollen Tränken. Wie kann es dieser Einfallspinsel wagen, den besten Tränkebrauer von ganz Rivellon hereinzulegen? Nun, ich denke, ich habe meine Wahl schon getroffen. Ihr seid ein ziemlich hochnäsig guter Mann. Ist euch klar, dass euer Leben in meiner Hand ist? Oh, ihr seid es, oder? Der sogenannte Drachenritter. Denkt nicht, dass ich euch oder diesem hübschen grünhaarigen Ding Glauben schenken werde. Es ist zu absurd, um überhaupt darüber nachzudenken. Ehrlich gesagt, bei all den Spatzenhirnen, die man so trifft, sollte es so manchem per Gesetz verboten werden, soziale Kontakte zu knüpfen. Habt ihr wirklich drei Doktortitel in drei unterschiedlichen alchemistischen Disziplinen? Wisst ihr eigentlich, wo ihr hier seid? Der andere Anwärter heißt Anselm. Kennt ihr ihn? Wisst ihr eigentlich, Warum? Wo ihr seid? Ihr etwa nicht? Habt euch wohl verirrt, was? Wie schade. Dann lasst mich euch erleuchten. Das hier ist die Wächterinsel, eine uralte Insel, einst von Maxos beheimatet und immer noch mit drachischer Magie belebt. Bevor ihr fragt, Maxos ist der größte Magier aller Zeiten. Aber angesichts seines plötzlichen Verschwindens liegt die Vermutung nahe, dass ihm seine Experimente über den Kopf gewachsen sind. Ich bin mir sicher, nach all den neuen Informationen raucht euch schon der Kopf. Schluss für heute. Unterricht beendet. Ich muss los. Ihr könnt eure anderen Handlanger herumkommandieren, aber nicht mich. Okay, aber trotzdem werde ich wahrscheinlich ihn bevorzugen, denn er hat was drauf. So, Kiste leer, Korb. Ich nehm's einfach mal mit. Wer bist du? Ein Schmied. Ah, mein Kopf. Fühlt sich an, als würde ein Kobold etwas in meinen Schädel meißeln. Ihr seid also dieser Drachenlord, richtig? Gedanken lesen. Verdammt. Wie kann man nur auf einer Insel am Arsch der Welt festsitzen? Ich hätte den diesjährigen Wettkampf im Waffenbezaubern wiedergewonnen. So viel ist sicher. So in der Art, ja. Reinhard, und wer seid ihr? Der beste Bezauberer weit und breit. Ich schätze mal, das ist alles, was ihr über mich wissen müsst. Ihr seid also ein Bezauberer, der Beste, sagt ihr. Wie kommt ihr darauf? Normalerweise eilt mir mein guter Ruf voraus. Ich bin der offizielle Waffenlieferant des neuen Ordens. Wenn Ihre Offiziere zur Beförderung eins meiner Schwerter erhalten, betrachten Sie dies als große Ehre. Diese Schwerter sind jedoch nichts im Vergleich zu dem, was ich bauen könnte, wenn ich die richtigen Materialien dafür hätte. Welche Materialien benötigt ihr zum Bezaubern? Grundsätzlich Metall und Kristalle. Allerdings ist nicht jeder Kristall gleich. Je seltener ein Kristall ist, desto mächtiger ist er normalerweise. Ich bin mir sicher, ihr treibt einige seltene Exemplare auf, sobald ihr euch in die Lüfte schwingen könnt. Ich muss los, bleibt besser nüchtern. Nicht damit. Aber wartet noch einen Moment. Ich bin eigentlich nicht in der Stimmung, um mein Leben zu flehen, aber ich weiß, dass noch ein anderer Bezauberer irgendwo hier ist. Warum bringt ihr diesen Kerl nicht zum Schiff? Wir beide schmieden ein Schwert für euch und dann werdet ihr schnell merken, dass im Vergleich zu mir jeder andere ein Amateur ist. Gute Idee eigentlich. Würde ich doch glatt tun. So, aufs Schiff. Kommen wir da denn schon irgendwie hin? Moment. Ah! Kommen wir hier irgendwie bug-using so? Vielleicht hier so? Ah, nee. Das sieht schlecht aus. Und so hoch komme ich nicht. Nee. Doch. Tatsächlich. Guck mal. War das das hier auf den Bäumen? Das war doch bestimmt das Schiff hier, was er meinte. Da brauche ich mir gar nicht mal Flügel wachsen zu lassen. Ach, da hinten das. Oh, okay. Dann war es doch nicht das hier. Aber ich werde trotzdem mal hier reingucken. Gibt's hier was? Nö. Kommt man da rein? Reingucken? Ja, aber wirklich was Besonderes ist da nicht. Ich Hallo, glaube, du. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Hermosa, Kapitän dieses unglückseligen Schiffes. Gedanken lesen. Das ist auch eine Anwärterin. Kann Kampftechniken besser vermitteln als ich. Aber wie soll ich das sagen, ohne verzweifelt zu klingen?
Erfreut euch kennenzulernen, Kapitän. Wie seid ihr in eine derart missliche Lage geraten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wir fuhren über das westliche Meer, als uns wie aus dem Nichts ein Lichtstrahl erfasste. Dann sind wir auf dieser seltsamen, feindseligen Insel gestrandet. Meine Dame, ich bin der zukünftige Drachenritter, von dem euch die Insel erzählt hat. Oh, vergebt mir, das war mir gar nicht bewusst. Hör zu, ich weiß zwar nicht, wer der andere Anwärter sein könnte, aber er oder sie wird mir wohl nicht das Wasser reichen können. Wahrscheinlich sagen das alle, aber in meinem Fall stimmt es wirklich. Ich kann euch versichern, dass ich wirklich eine ausgezeichnete Waffenausbilderin bin. Große Kämpfer waren einst meine Schüler, das merkt ihr euch doch, oder? Ihr habt einen Lichtstrahl erwähnt. Könnt ihr das genau beschreiben? Sah aus wie eine Säule. Eine hohle Säule, die das Schiff umhüllte. Dann war das Meer plötzlich ganz verschwommen und die Energie in der Säule wurde stärker. Was dann folgte, hörte sich wie Krachen und Klopfen an. Als ich meine Augen öffnete, waren wir hier, schiffbrüchig und auf uns gestellt. Bevor ich überhaupt über die Geschehnisse nachdenken konnte, erschien eine Frau und erzählte mir von der Prophezeiung. Ich muss los, Kapitän. Wohl, euer Gnaden. Geschichte der Drachenritter möchte ich nicht. Ein weiterer Gegenstand. Wir sind natürlich wieder überladen. Ach, gibt's hier denn keinen Händler, verdammt. Hastige Notiz. Hier stehen benutzen. Die letzten Worte einer armen Seele geschrieben. Die Worte endloses Labyrinth. Entweder hatte dieser Zeit. Das kann weg. Yep. Das kommt mit. Geschichten von Rivellon in Reim lasse ich jetzt auch mal liegen. Das ist alles leer, leer. Wenn ich nicht die ganzen Fässer hier durchsuchen würde, dann wäre ich schon lange ein Drache. Grummel. So. Das hätten wir auch. Haben wir jetzt hier mit allen gesprochen. Barbara, Barbatos, Reinhard und Herr Moser, haben wir mitgesprochen. Sehr wohl. Dann fehlen noch zwei. Und dann kann ich mich entscheiden gehen. Ich möchte jetzt erstmal hier aus dem Lager wieder raus. Denn einen Händler scheint es ja nicht zu geben. Blöderweise. Na. Das bringt immer viel, dass ich zuerst das Schwert ziehe und dann das Schwert wieder wegstecke, wenn ich Wesen rufe. Ach, stecke ich gar nicht weg. Nee, egal. Hier müsste ich jetzt lang, richtig? Richtig. Glaube ich zumindest. Hier liegt nichts mehr rum. Da hinten gucke ich ein andermal. Da sind schon wieder... Waren wir hier nicht schon? Nee. Da unten ist noch so ein Ausbilder-Fuzzi. Ich räume hier erstmal auf. Weicht von mir! Ich bin nicht schmackhaft, ihr schrecklichen Monster! Findet doch einen anderen, den ihr... Oh, ihr da! Bitte helft mir! Gedanken lesen. Ich glaube, ich sehe da etwas Glänzendes auf dem Wal. Nie wieder wage ich mich so weit aus dem Lager raus. Rührt euch nicht vom Fleck mit diesem Bestien, mach ich kurz im Prozess. Oh, gesegnet seid ihr! Schnell! Sie haben mich fast! Noch nicht. Ich kann nicht. Au, 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 ah, Trank. Noch nie habe ich so grausame Bestien gesehen und gleichzeitig so gute Kämpfer. Diese Ruinen haben mein Interesse geweckt und ich wollte sie genauer untersuchen. Ich bin gestolpert und dachte, es wäre ein Stein oder sowas. Aber dann hat es sich als ein altes Buch herausgestellt. Dann habe ich ein Knurren gehört. Vor Schreck bin ich aufgesprungen und diese Säule hochgeklettert. Das Schicksal meint es heute aber gut mit euch. Diese Tiere sahen ziemlich ein hungrig aus. Ein schrecklicher Gedanke. Ab jetzt bleibe ich auf der Sternsegler. Hier, nehmt das Buch, das ich gefunden habe. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich danke euch. Ein sonderbares Buch, verborgen im Sand. Das könnte interessant sein. Könnte. Mal schauen. Arcanes Notizbuch benutzt. Das ist das Buch, das Elfrid euch gegeben hat.
Es scheint sich dabei um das Zauberbuch eines unbekannten Magiers zu handeln. Die meisten Zauber sind zu laienhaft, als dass sie euch von Nutzen sein könnten. Ein Zauber erregt jedoch eure Aufmerksamkeit. Wie es scheint, arbeitete der Magier gerne draußen. Oft fühlte er sich vom Wind gestört, woraufhin er einen Zauber entwickelte, um den Wind abflauen zu lassen. Ihr schließt das Buch und legt es beiseite. Das nehme ich mit und ich weiß auch schon ganz genau, wo wir das verwenden können und werden. Moment. Den haben wir erledigt. Haben wir jetzt wieder irgendwo anders eine Zielmarkierung eigentlich? Nur so eine Idee? Nö. Dann ist hier wohl der letzte Fuzzi. Ich gehe aber trotzdem nochmal da hinten hin, einfach um auszuchecken, ob das dann alles war. Hey, du Ausbilder. Ihr seid es, nicht wahr? Der Drachentöter ist nun ein Drache. Ich bin immer noch ein getreuer Drachentöter und würde euch hassen, wenn ich nicht wüsste, dass mein Leben in eurer Hand ist. Gedankenlesen. Daheim im Lager müssen Sie meine magischen Trainingsprogramme schon vermissen. Ich bin, was man euch und mich zu verachten gelehrt hat, aber ich verfolge immer noch ein jedes Ziel. Und was ist das für ein Ziel, wenn ich fragen darf? Rivellon von der Plage namens Damian zu befallen. In der Tat ein edles Vorhaben, dem ich mich anschließen würde. Welche Aufgaben hat die Aufgabe hat Insel für euch vorgesehen? Euer Ausbilder zu sein. Ich verstehe, warum sie mich dazu auserkoren hat. Oh ja, ich war nie euer Ausbilder und das ist schade. Meine Rekruten gehören jetzt zu den Besten der Besten. Nehmt Kommandantin Rhoda als Beispiel. Wie auch immer, ich mache euch einen Vorschlag. Ich weiß, dass es einen Rivalen auf der Insel geben muss und ich werde ihn zu einem Duell herausfordern. Wer auch immer es sein mag. Damit kann ich euch von meinen Qualitäten überzeugen. Euer Rival ist der Kapitän eines gestrandeten Schiffes gut, in der Nähe eures Lagers. Ich will keine Zeit verlieren und mache mich sofort auf den Weg. Geh mal. Ich will jetzt nicht hinterherrennen. Ich werde gleich einfach mal gucken gehen. Und dann nehme ich einfach wirklich den, der da besser ist, weil, ja, da hatte ich jetzt keinen, der mir wirklich sympathisch oder wirklich unsympathisch war. Das ist unwichtig. Das lasse ich jetzt auch einfach mal liegen. Das lasse ich erst recht liegen. Huch! Ah! Einer fehlte doch noch. Ich wollte es doch schon sagen. Das ist jetzt bestimmt dieser Kriegertotem. Hey, der sieht aus wie mein... Der sieht ja aus wie Wilson. Wie Willi. Oh, macht nichts. Ausbildertotem. Da werde ich abwarten. Und euch nehme ich mit. Ich kann nicht. Kreatur Goblin Magier ist auch ein schöner Name. Aber die gehen relativ schnell tot. Ich hoffe, das ist mit denen da drüben genauso. La 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 la, spannende Musik. Da ist dieser Baum. Oh. Erledigt. Da drüben ist ein Wyvern-Nest, wo ich jetzt einfach mal gleich raufkraxel. Tschüss, Wilson. Und tschüss, Willi. Ich hab gesagt, tschüss, Willi. So. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und speichern natürlich. Ich habe nämlich keine Wyvern-Salbe mehr. Das ist eigentlich doof, aber kann man vielleicht irgendwie
trotzdem umgehen, das Wyvern-Problem. Hier ist nichts. Komme ich darauf? Ach, natürlich nicht. Einmal rumgeschwommen. Komme ich hier rauf? Ja, sieht so aus. Lalalala. Hoffentlich lassen die mich in Ruhe, wenn ich da oben an das Nest rangehe. Wahrscheinlich nicht. Okay, und danach muss ich zurück. Erstmal noch zu Wesson. Da war irgendwo ein Teleporter. Dann gehe ich da mal rüber und dann latsche ich dahin. Ich habe ein bisschen Angst. So. Da hängt auch noch ein Schiff auf irgendeiner Wurzel rum. Ich weiß, dass die Viecher mich nicht mögen. Und wenn ich ans Nest gehe, dann mögen die mich erst recht nicht. Dieser Turm ist so geil. Mal im Ernst. Der ist doch so riesig. Viel besser als Lovis Turm. Und die Rüstung ist doch ganz schick. Guck mal, was hier alles ist. Vase. Leiche eines Minenwächters. Ist ja gar nichts. Manu. Okay, da drüben war nichts Besonderes. Dann müssen wir da wieder zurück. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Wenn ich da jemals wieder hochkomme, ist die Sache. Ich bin jetzt hier so einfach runtergesprungen. Mist. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Sag mal. Springen kann ich hier nicht. Ich möchte gerne... Was ist hier mit der... Ah, da. So. Mit der Perspektive los. Oh Gott, wo komme ich denn jetzt wieder hoch? Das wird jetzt eine Schwimmfolge. Naja, gut. Was soll's. Ich schwimme jetzt einfach mal hier rum. Spätestens da hinten im Lager komme ich ja wieder hoch. Da will ich ja sowieso hin. Ob ich da jetzt so viel langsamer bin, weiß ich nicht. Komme ich hier hoch? Komm schon. Ach, nee. Das geht nicht. Da brauche ich echt einen seichten Aufgang und der wäre dann da. Da oben, da. Der Aufgang, da. Blub, blub. Übrigens kann ich schweben über dem Wasser. So leicht bin ich, dass die Haut des Wassers mich trägt. Jetzt nicht mehr, aber eben schon. Sah lustig aus. Okay, dann wollen wir erstmal das Duell ansehen. Zwischen den beiden da. Das ist ja nicht so weit. Hoffe ich jetzt mal. Automatisches Speichern. Ich traue dem Frieden nicht. Hallo Mauer, die nicht viel bringt. So, wo ist der Typ? Hört her! Wer auch immer der Kapitän dieses Schiffes ist, ich fordere ihn zum Duell. Ihr fordert sie zu einem Duell heraus, meint ihr? Was? Das wusste ich nicht. Nein, ich kämpfe nicht gegen eine Frau. Das ist nicht ehrenhaft. Ihr seid wohl mein Rivale und einer von uns wird den heutigen Tag nicht überleben. Euer Anstand in allen Ehren, aber es ist weder die Zeit noch der Ort dafür. Macht euch bereit für den Kampf. Nein, ich flehe euch an. Ihr wart ein Drachentöter, bevor ihr zum Drachen wurdet und kennt den Kodex unseres Ordens. Bringt sie von diesem Kampf ab. Ich muss seinen Wunsch respektieren, denn er ist höchst ritterlich. Die Entscheidung, wer sterben und leben soll, werde ich treffen. Ich hoffe nur, hoffe, dass eure Wahl... Bitte verzeiht mir die Angst. Aber nein, komme, was wolle. Ich stehe erhobenen Hauptes hier. Okay. Oh, das ist jetzt wirklich schwierig. Ich sympathisiere ja sehr mit ihr da. Andererseits... Er hat eine Connection zu Oda. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Gottchen. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Der ist ja jetzt hier. Aber ich gehe jetzt trotzdem zurück und entscheide mich gleich. Sonst muss ich den ganzen Weg nachher wieder so latschen. Und da ist auch kein Teleporter gewesen, nee. Deswegen mache ich das jetzt sofort.
noch in dieser Folge. Lalala. Lalala, da ist der Schrein. Oh je, wen nehme ich denn jetzt? Ihn oder sie? Ihn oder sie? Ich würde ja gerne Münze werfen. Übung macht den Meister. Das sind nicht nur leere Worte. Wer soll euch dienen? Hermosa oder Kenneth? Ach je. Pass mal auf. Ich nehme jetzt hier mal. Ich hoffe, man hört das. Moment. Klimper, klimper. Ich nehme jetzt echt eine Münze. Wäre jetzt eine 5-Cent-Münze. Ja, ich habe gerade nicht mehr da. Ich habe nur Scheine. 5-Cent-Münze werfen. Und zwar steht, Kopf ist für Hermosa und Zahl ist für Kenneth. So, und jetzt. Okay. Möge sie euch lange auf eurem Weg begleiten. Tada, so einfach geht das. Entschuldigung. Scheiße. Oh, das tut mir ja jetzt leid. Oh Gott. Oh. Oh Manu. Entschuldigung. Es gefällt mir, wie ihr euch über diese armen Anwärter den Kopf zerbrecht. Oh, das tut mir jetzt echt in der Seele weh. Aber, ja, weiß nicht. Er wäre auch cool gewesen, aber ich glaube, da hat es jetzt nicht so den Unterschied gemacht, weil sie beide ja gut sind. Ich meine, er ja, Roda und so, aber... Wir brauchen mehr Frauen im Drachenturm. Nein, eigentlich nicht. Ich gehe jetzt hier zum Schrein und gehe dann zur Küste, um Anselm zu sagen, er soll sich dahin bequemen. Nee, gar nicht. Wem wollte ich denn das sagen? Wesson. Pass mal auf. Wer war denn der andere Schwertfuzzi? Wesson war ein Schwertfuzzi. Ich guck noch mal gerade ins Inventar. Hier ins Tagebuch. Gegen den Wind, das haben wir. Die Gedanken von... Magische Trainingsprogramm, das hat sich erledigt. Reinhards Gedanken, äußerst fähiger Waffenschmied. Pass mal auf, ich nehme jetzt die beiden noch. Ich muss ja noch mehr nehmen, ne? Das ist ja noch nicht alles gewesen. Moment. Die Prophezeiung. Zwei Alchemisten. Anselm und Barbatos. Okay, dann nehmen wir Barbatos. Meine Wahl zu treffen, Reinhard oder Wesson. Beide scheinen... den Anforderungen gewachsen zu sein. Ich glaube, ich nehme den Besowski. Ich kenne nun beide Nekromanten, die von der Insel geholt wurden. Habe ich die Qual der Wahl. Das ist ja anstrengend. Möchte ich den Arschkriecher oder nicht? Das tut mir alles in der Seele weh. So, wo waren denn die anderen Schreine? Einer war hier irgendwo und einer hier irgendwo, ne? Ich gehe jetzt hin und entscheide mich. Ich werde jetzt auch Wesson nicht mehr dahin bestellen, von wegen hier Wettbrauen oder so. Ich mache das jetzt einfach so nach dem Gefühl. Wobei mich die Frau von dem Wesson auch sehr genervt hat. So, wer ist denn hier? Nekromanten oder In den richtigen Alchemisten? Händen kann die einfachste Pflanze über Triumph und Verderben entscheiden. Wer soll euch dienen? Barbatos oder Anselm? Ich möchte Barbatos. Mögen seine Tränke lange für eure Triumphe und Überlegenheit sorgen. Ah! Bei dem tut's mir nicht so leid, aber...
trotzdem. 4 Wahlmöglichkeiten. Wahnsinn. Ah, wenn ich jetzt wüsste, welche Formeln wir schon haben. Gesamtrüstungswert, das ist ja geil. Aura der Heilung will ich haben. Spontane Entzündung ist auch cool. So. Jetzt fehlt... Wer oder was fehlt noch? Da unten? Haben wir dann alle eigentlich schon? Der Tod ist der Anfang des Lebens. So lautet das Motto der Nekromanten. Wer soll euch dienen? Hieronymus oder Igor? Der macht gegen Waffen resistenter und der macht gegen Magie resistenter. Der Arschkriecher oder der Blutdürstige? Ich werfe eine Münze. Sekunde! Meine berühmte 5 Cent Divinity Münze. Ich werde sie verlosen, wenn ich dann mal genug habe, die sowas haben wollen. Moment, ich muss ja erstmal sagen, was ist. Also Hieronymus ist Kopf und Igor ist Zahl. Und ich schmeiß die Münze hier durch die Gegend. Das muss ich nochmal machen. Die ist einfach zu... Die ist einfach zu leicht und zu klein. Ich kann das nur mit großen Münzen. Das nervt mich gerade. Ah, da habe ich ja noch. Warte mal. Ich habe hier noch eine schöne 2-Euro-Münze. Die nehme ich jetzt. Zack. Also Kopf Hieronymus und Zahl. Ich traue mich nicht, die Hand runterzunehmen. Und ich nehme den Hieronymus. In der Lage sein, kaltes Blut warm werden zu lassen. Yep. Wobei ich interessant wäre, aber interessant ist alles. Auf Leben und Untod erfolgreich abgeschlossen. Nö, wir haben schon bessere. So. Okay, was fehlt noch? Haben wir alle? Reinhard und Wesson, die Bezauberer. Ich habe noch gar keinen Bezauberer-Totem gefunden, oder? Hier war doch der erste, den ich gefunden habe. Da war ich noch nicht. Da gehe ich jetzt mal hin. Weil das ist das Einzige, wo noch ein Totem stehen könnte. Ich habe ja erst 3 Totems. Ich habe erst 3 Stück gefunden. Ach Quatsch, hier war ich noch nicht. Natürlich war ich da schon. Komm ich doch her. Gute Frage. Nächste Frage. An der Küste, war da noch was? Ich gehe mal hier an die Küste. Lass mich mal teleportieren. Wer ist er? Huch! Wie seid ihr? Geht fort, ich warne euch! Ich kann zaubern! De gustibus et coloribus! Was? Kein Feuer dabei? Halt! Ein Eissturm! Sic transit gloria mundi! Nein, das klappt auch nicht. Alia jacta est! Fluctua nec mergitur! Cogito ergo sum! Ich glaube, ich verschwinde jetzt besser. Genau. Lauf, Schlampe, lauf. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Nein, weich zurück. Möchte gern Drache. Apparent radinantes in... Gedanken lesen. Hat seine Preise gesenkt. Mit dem Pfeil am Meer. Herz gefressen, der dumme Bauwau. Ist ja gut, ihr könnt euren mächtigen Zauber wieder einpacken, ich will euch nichts Böses. Das ist nur ein Trick! Ihr werdet meine Trommelfelle stehlen, während ich schlafe! Versucht bitte einfach meine Fragen zu beantworten. Der Drache schreckt vor meiner Macht zurück! Ich bin unbesiegbar! Ich bin das Walross! Wer seid ihr, außer das Walross? Obgleich der Letzte, nicht der Kleinste. Nein, 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 aber ich will meine Suppe! Was für eine Suppe wird das denn? Ah, köstliche Wimmernsuppe. Aber ich will das Nonplusultra.
Bringt mir ein Wiffernei, Echsenkönig. Dann gebe ich euch Meister Blinky. Ja, ja. Rauf bis auf die Spitze mit euch. Nochmal, genau. Wer ist Meister Blinky? Schlauer. Klick. Und die Truhe ist auf. Klick. Und die Truhe ist zu. Hab ihn mit meinen eigenen Zähnen gemacht. Sie haben geglänzt. Jetzt sind alle alt und gelb. Bitte sehr. Nehmt dieses Ei und gebt meine Belohnung, ja? Schatz, ich werde nie mehr Hunger haben. Hier ist Meister Blinky, Drache. Kümmert euch gut um ihn und denkt daran, er mag kein Hühnchenfleisch. Wer ist Meister Blinky? Die Suppe! Meine Genialität kennt keine Grenzen. Bald werde ich eine Karotte überflügeln. Also gut, dann wollen wir mal. Ve victis acta est fabula. Tut das nicht! Verrückt! Ihr seid verrückt! Nichts wie weg! Die Suppe! Na! Meine Genialität kennt keine Grenzen. Bald werde ich eine Karotte überflügeln. Habt ihr was Nützliches zu verkaufen? Wenn ihr mit Löffeln bezahlt. Okay. Tränke. Okay, so viel möchte ich jetzt doch nicht ausgeben. Aber 20 nehme ich mal mit. Ihr seid überladen. Verdammt. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Das ist viel zu wenig Geld, was wir hier gerade kriegen. Aber ist egal. 20. Naja, nehmen wir 25. Wer ist Meister Blinky?